Der Renntage auf Hauptstadtsport TV wird Ihnen präsentiert von Trotto.de. Auf der Trabrennbahn Mariendorf ist Sonntagsprogramm angesagt. In 10 Wettkämpfen treten die Traber auch diesmal wieder gegeneinander an. Dank der Favoriten Josef Franzl, Michael Nimczek und Thorsten Tietz liegen die Augen der Zuschauer vor allem auf den Rennen 7 und 10. Nimczek und Franzl machen es besonders spannend, denn sie sehen sich gegenseitig als ihre jeweils stärkste Konkurrenz. Ich denke ja, Stradivari hat die letzten Rennen gut bestritten. Das letzte Rennen war sehr stark, da hat er ganz überlegen gewonnen. Und ich denke, heute haben wir einen ganz starken Gegner mit von der Partie von Josef Franzl, Desert King. Aber wenn wir einen einigermaßen guten Rennverlauf haben, denke ich schon, haben wir auch gegen ihn eine Chance. Also ich denke schon, er hat gezeigt, dass er Laufvermögen hat, dass er imstande ist, auch hier zu bestehen. Und von daher rechne ich mit einem sehr guten Ergebnis. Ja, ich bin mit Desert King sehr zuversichtlich. Eigentlich ist er ein unkompliziertes Pferd und somit gehe ich zuversichtlich in das Rennen, dass er weit vorne landen wird. Das sind alles schnelle Pferde. Misty Morning war letztes Mal gut, die kam schnell am Ende. Stradivari, ja, der hat eine letzte Form, eine Siegform stehen. Wobei ich glaube, wenn Desert King die gleiche Leistung abrufen kann wie den Start zuvor, dann wird es schwer für alle. Gesagt, getan. Im 7. Rennen der Ulrike Queen International 4- und 5-jährigen Serie kann sich Desert King in der Hand von Josef Franzl gleich zu Beginn vom Feld absetzen. Michael Nimczek mit Stradivari auf Rang 3, bis zuletzt noch mit Siegchancen, kann aber letztlich nicht mehr entscheidend eingreifen. Sieg und Pokal gehen an Franzl mit Desert King. Das Rennen lief nicht ganz so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich habe eine Position einnehmen müssen, zwangsweise, die ich nicht so gerne fürs Pferd wollte. Trotzdem Hut ab vom Pferd, er hat eine Bombenleistung gebracht, er hat die anderen alle geschlagen, außen rüber ohne Führpferd und phänomenal. Also ich bin glücklich, dieses Pferd zu haben. Nach dem Sieg über Stradivari bleibt Zeit für Freude, jedoch keine für Müdigkeit. Im 10. Kraft Performance Energy Rennen geht es gleich wieder auf die Bahn. Josef Franzl muss sich hier mit seinem Hengst Pelle Barroso gegen New Dawn behaupten, der von Thorsten Tietz gelenkt wird. Mitfavorit New Dawn hatte zuletzt krankheitsbedingte Ausfälle und hat es im Laufe der Saison nur langsam geschafft, sich auf altem Niveau einzupendeln. Trotzdem zeigt Tietz sich zuversichtlich. Ich denke, er wird heute noch besser sein. Er hat sich in der Arbeit präsentiert wie ein Champion, muss ich ehrlich sagen. Die letzte Arbeit war wirklich überzeugend. Es ist das erste Mal für ihn, dass er aus den Bändern geht. Wir haben es geübt. Er macht es eigentlich sehr gut. Und ich glaube, wenn wir einen guten Start erwischen, dass er auch eine reelle Chance hat, das Rennen zu gewinnen. Die Stute von Michael Nimczek hatte letzte Mal von meiner taktischen Fahrt so ein bisschen, sie lief gut. Ich glaube, dass mein Pferd ein Tick besser ist, aber ich sag mal, die Stute von Michael Nimczek und Pelle Barroso sehe ich hier als Hauptgegner. Mit Pelle Barroso würde ich am liebsten aus dem Feld fahren. Anders wie im 7. Rennen gesagt, da würde ich gerne von vorne von der Spitze auch gehen. Pelle Barroso geht aus dem Rücken viel stärker, wenn er aus dem Windschatten kommt. Das ist seine Stärke und gut, man muss sehen, es ist kein Autostart, es ist heute Bänderstart. Das erste Mal für dieses Pferd, das kennt er noch nicht. Und somit muss man jetzt erstmal abwarten, wie auch die anderen Pferde alle vom Start gehen. Auch für die ist es alle das erste Mal, denke ich. Während des Kraftrennens erarbeitet sich New Dawn sofort einen großen Vorsprung und scheint diesen trotz der vorausgegangenen gesundheitlichen Probleme mühelos halten zu können. Aber New Dawn ist weg, der ist weit, weit enteilt. Pelle Barroso, Tijuana Diamant sind dahinter. New Dawn, Thorsten Tietz, hoch, hoch überlegen. Außen fliegt Max Smiley noch heran. Tijuana Diamant kämpft. New Dawn gewinnt es. Dahinter Max Smiley wohl zweiter, dritter wird Tijuana Diamant. Dahinter Pelle Barroso und dann Gledda. Letzte Zwischenzeit 15-0. Sieger im 10. Rennen, Kraft Performance Energy Rennen, es siegte die Startnummer 3, New Dawn, in der Hand von Thorsten Tietz im Sulky. Ja, letztendlich, im Ziel war es sehr einfach, er ist sehr phlegmatisch, deshalb musste ich ihn zum Schluss sehr auffordern und ermahnen. Aber das war sehr, sehr gute Leistung und ich hatte einen sehr guten Start und hatte über langen Zeitraum sehr großen Vorsprung und den versucht man dann auch zu halten. Wenn man dann die Fahrt rausnimmt, kommen die Gegner natürlich ohne großen Aufwand an mich heran und deshalb muss man dann vorne sein Tempo weiterfahren. Das habe ich getan, das hat er leicht gemacht. Auch dieses Mal sorgen in Mariendorf wieder spannende Rennen und unvorhersehbare Wendungen für tolle Stimmung und begeisterte Zuschauer bei super Wetter. Am Ende des Tages sind die Sieger um einen Pokal und die Trabrennbahn Mariendorf um ein paar unvergessliche Momente reicher.
Der Renntag auf Hauptstadtsport TV wurde Ihnen präsentiert von trotto.de.